scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und wir kommen jetzt zum vierten Impulsgeber. Und auch der vierte Impulsgeber war schon dabei bei den Impulsen Tag X. Er heißt Alexander Demmer. Und ich habe hier eine Moderation von ihm, die ist mir viel zu kompliziert, viel zu kopflastig, lieber Alexander. Was ich verstehe hier von deiner Anmoderation, da geht es mir wie bei dir, wie mit dem lieben Viktor, ja, ihr habt diese Verstandesseite und ihr habt es geschafft, Verstand und Herz zusammenzubringen. Und das ist genau das, was es in dieser Zeit des Wandels, ja, der Notwendigkeit, die Notwende in dieser Zeit der Transformation, genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Diese Menschen mit Herz und Verstand. Und ja, du hast viele Startups schon, du warst Gründungsmitglied bei verschiedenen Startups. Und was ich letzte Mal schon mitbekommen habe, ist, du bist sehr, sehr gut vernetzt. Also du bist ein Netzwerker, ja. Und dem Schöpfer bei der Arbeit zu helfen, dafür darf man auch sehr gut vernetzt sein. Und du hast eben diese ausgeprägte Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten und bringst da deine soziale Kompetenz ein. Soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz, das sind ja jetzt, sage ich mal, in der Wirtschaft vor ein paar Jahren noch totale Fremdwörter gewesen. Und deswegen freue ich mich heute auf deinen Impulsvortrag. Lieber Alexander, schön, dass du wieder dabei bist. Und jetzt gehört die Bühne dir und das Mikrofon an. Auch, wir müssten jetzt sagen, Licht an. Aber es geht bei dir heute nicht heller. Auf jeden Fall, die Bühne ist deine und das Mikrofon auch. Dankeschön, lieber Alexander. Ja, herzlichen Dank, Martina. Hallo zusammen in der Runde. Könnt ihr mich verstehen? Hallo? Könnt ihr mich verstehen? Wunderbar. Okay, perfekt. Weil ich habe hier ab und zu ein paar Schwankungen in diesem Netz. Wir sind auch in Bayern und nicht in Kenia oder in Mosambik. Also es ist normal, dass das Netz nicht so ganz stabil ist in diesem unserem Lande, wie man weiß. Gut, ich werde mich bemühen, heute auf meinen Vortrag, ich habe 5 Folien, auf 7 Minuten zu halten. Und ich bitte euch von Anfang an, darauf zu reflektieren, was Jean-Marie gesagt hat, über Wahrheit, über Güte und über Notwendigkeit. Ich habe mich bemüht, diese 3 Aspekte sehr, sehr gezielt und sehr spezifisch in meinen Vortrag einzubauen. Beziehungsweise es war relativ einfach, weil wie der Zufall so spielt, die Chance war da. Also, Martina, darf ich meinen Bildschirm teilen? Ich habe eine Präsentation gemacht. Als guter deutscher Spießer brauche ich immer eine Präsentation, damit ich nicht... Ja, darfst du natürlich gerne. Du bist Co-Host, das heißt, du hast unten den grünen Button Bildschirm freigeben. Perfekt. Dann werde ich das, zack... hier meine Präsentation vorstellen. Damit gerate ich im Hintergrund und dann bin ich anders als die anderen. I'm special, guys. Gut, könnt ihr meine Präsentation sehen? Ist das sichtbar? Ja, sehen wir. Okay. Wir sehen halt jetzt im Moment noch deinen ganzen Bildschirm, noch nicht den Ausschnitt, gell? Musst du noch auf groß machen. Okay, ich guck mal gerade. Moment. Ja, könnt ihr das so? Ja, ist das so super, sicher? Dankeschön. Okay, perfekt, gut, danke. Also wie gesagt, als guter deutscher Spießer habe ich mich bemüht, hier um einen exakten ingenieurmäßigen Titel auch für diesen Impulse-Tag X-Kongress. Also es geht um technologischer und wirtschaftlicher Mehrwert für Gemeinwohl und es hat was mit individuellen Raumluft-Hygiene-Konzepten, die umgesetzt worden sind. Also es ist was zum Anfassen in meinem Vortrag. Kurz irgendwas über meine Person und den Umfeld, in dem ich aktiv bin. Ich habe mit anderen Kollegen, sogenannte Senior-Berater oder vielmehr leider ältere Herren, Seasoned-Berater ist das neue deutsche Wort, habe ich eine Ja,
Jetzt ist gut, dass wir die Folie haben, dass wir die schon mal hier lesen können. Dann braucht der Alexander sich hier gerade gar nicht selber vorstellen, wenn sein Netz jetzt bist du wieder da, super. Okay, wunderbar. Für Projekte, Nachhaltigkeit, also Gemeinwohl, Gesundheit, alles, was, sage ich mal, unseren heutzutage stark gefährdeten Wohlstand sich damit beschäftigt. Zu meiner Person, ich habe Informatik studiert und ich bin ein überzeugter Lean-Management, also Lean, das Toyota-System für die Produktion, sprich reduziere die Verschwendung, mache Dinge so einfach wie möglich. Habe ich mich umgetrieben über 30 Jahre in verschiedene Bereiche, insbesondere der Transformation, also Transformation von Technologien und auch mit Menschen, weil ich habe festgestellt, gerade die letzten 20 Jahre Transformation ist 99% Menschen und 1% Technologie. Aber dafür habe ich viele Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. Aber zumindest war ich lernfähig. Und insbesondere seit den letzten 2 Jahren, seit dem Beginn der Corona-Pandemie, kümmere ich mich verstärkt um die Digitalisierung des Mittelstandes und unseres Bildungssystems. Ich habe euch hier die Präsentation, gebe ich euch hinterher. Hier noch die Links zu unserer Genossenschaft, meine Adresse und so weiter. Also ganz konkret jetzt, es geht um die Situation des Mittelstandes und des Bildungssystems. Wie ihr wisst, das sind die Fakten, ich wollte jetzt nicht mehr genau zitieren. Ich überlasse euch das. Ich habe hier nur einen Link gegeben. Also ich denke, es ist bekannt, eine Insolvenzwelle jagt die andere im Mittelstand. Es wird alles natürlich gesagt über Pandemie, Energiekrise, Krieg, Zusammenbruch der Lieferkette und so weiter. Und in unserem Bildungssystem sehen wir immer wieder leidende Kinder, insbesondere jetzt ab Herbst oder im Winter. Entweder in Klassenräumen, wenn sie Glück haben, oder im Fernunterricht, wenn die Inzidenzrate zu hoch wird. Und plus die anderen, den ganzen Rattenschwanz an fehlenden sozialen Kontakten, die dadurch bewirkt werden. Ich denke, da will ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Was ich sagen will, ist, dass meine persönliche Meinung ist, dass es hier auch sehr viel von einer selbstgemachten Dauerkrise steckt in diesem Bereich. Dauerkrise, die sich jetzt zum dritten Mal wiederholen wird. Da werden wir sehr, sehr schnell sehen. Jetzt zum Zufall, zu unserem Thema. Was hat unsere Genossenschaft bewegt, aktiv zu werden? Es sind zwei emotionale Momente, die auf mich sehr stark gewirkt haben. Einmal ist der Mittelstand. 2019 im Oktober war ich auf einer Veranstaltung von IHK, wo verschiedene Startups ihre Produkte und innovative Ideen präsentiert haben. Unter anderem auch wunderbare Produkte, die Raumluftfilter mit Ultraviolettlicht, sehr sicher, sehr günstig, die man überall portabel einsetzen kann und dadurch die Gefahr für Inzidenz, für Infektionen reduzieren kann, insbesondere bei Menschen, die nicht geimpft sind oder Impfgegner, keine Maske tragen wollen und so weiter. War so eine Mode noch vor ein paar Monaten. Und dort gab es ungefähr 70 Personen im Raum, 70, 80 Personen, einen gelangweilten Moderator, der nur erzählt hat, okay, ihr braucht nur 5 bis 6 Minuten maximal und dann sind noch ein paar Fragen und zum nächsten Thema gegangen ist. Und bei einem von sehr guten Vortrag ist mir der Kragen geplatzt, ganz emotional bin ich geworden, bin aufgestanden, ich bin auf der Bühne gegangen, habe das Mikrofon diesen langweiligen Moderator aus der Hand gerissen und ich habe gesagt, Leute, wenn Amazon oder Apple dieses Produkt, diese innovative Lösung hätten, dann wäre es in den nächsten 3 Wochen in 3000 Fertigungsbetriebe weltweit installiert. Und wir jammern hier nur und eiern nur rum. Und ihr guckt gelangweilt auf eure Handys und hört nicht mal zu. Warum lassen wir den anderen, warum überlassen wir Amazon und Tesla und den anderen, dass sie uns die Butter vom Brot nehmen? Und es war ein Schock. Also 3 Sekunden war Totenstille in dem Raum. Und dann kam eine Lawine an Applaus, das mir irgendwie gut getan hat. Weil ich habe gemerkt, ich habe einen gewissen Nerv getroffen. Könnt ihr mich verstehen? Bin ich hörbar? Hallo? Ja, wunderbar. Okay. Perfekt, okay, gut. Die andere Geschichte ist natürlich, was mich emotional sehr bewegt hat, ist unser Bildungssystem. Also seine Majestät, Markus der Erste Söder, Ministerpräsident von Bayern, hat angeordnet, dass in jedem Klassenraum ein Luftfilter sein sollte, präsent, das funktionieren sollte, so dass der Präsenzunterricht gesichert werden sollte. Allerdings, getreu seiner Philosophie, hat er überhaupt nicht gesagt, wie soll diese Vorschrift implementiert werden,
Was braucht man dafür? Welche Produkte? Welche Risiken sind damit verbunden? Wie finanziert man das genau? Also zumindest die 50%, die nicht von dem bayerischen Staat finanziert werden und so weiter. Und das hat mich geärgert, dieser Transfer der Verantwortung von oben, von der politischen Verantwortlichen an die Kommunen, Kommunalträger, die sowieso ziemlich beschäftigt sind und verzweifelt nach brauchbaren Lösungen gesucht haben. Und diese zwei Elemente, das ist dieser Trichter symbolisch hier, hat uns die Frage, haben wir, also meine Kollegin und ich, wir haben uns gefragt, wie können wir gleichzeitig diesen kleinen Familienunternehmen helfen und den verantwortlichen Kommunalträgern. Und jetzt komme ich zur Chance. Also wie Ovidio gesagt hat, es ist dieser Augenblick der Inspiration. Und dann war mir das Warum klar. Das Warum war sehr, sehr klar uns allen. Das war gut im Bauch. Und dann ist das Wie von selbstverständlich gekommen, Ovidio, wie du sagst. Also wir haben gesagt, Mensch, wir haben so viel Potenzial hier in unserer Genossenschaft. Wir erfahrene Berater, wir können den Mittelständler helfen beim Testen, beim Zertifizieren von über renommierte Institute von ihren Produkten, dass sie bei der Installation und bei den Funktionen keine schädlichen Emanationen haben von Ozon und was weiß ich anderes. Wir können den Verkauf und den Marketing unterstützen auf verschiedenen digitalen Plattformen. Das ist unser Beruf. Wir haben denen pfiffige Lösungen gegeben, wie sie den Aufwand reduzieren können bei der Installation und bei der Wartung von diesen Produkten, weil das muss auch passieren. Mit einmaliger Installation ist das nicht getan. Und natürlich ganz, ganz wichtig, was diesen Mittelständler ziemlich fremd ist, sind die richtigen Partnerschaften. Also wie gehen wir in eine Win-Win-Situation? Wie bilden wir Kontrakte, Verträge mit anderen, die uns helfen können, sodass wir uns gegenseitig unterstützen können? Und gleichzeitig für das Bildungssystem, für unsere Schulen, dann haben wir natürlich überlegt, dass die Verantwortlichen für diesen Schulbetrieb, für den Präsenzunterricht, die müssen natürlich in diese Lage versetzt werden, dass die der Situation angemessene, gangbare Lösungen finden. Und denen haben wir eine ganze Latte an Informationen gegeben, also die Dimensionen der Klassenräume, wie viel groß ist die Fensterfläche, welche Bereiche müssen gelüftet werden im Sommer, im Winter, bei den Temperaturdifferenzen. Und das alles mit sehr, sehr kräftigen Unterstützung, muss ich sagen, und mich bedanken bei Fraunhofer-Institut, bei dem Umweltbundesamt, bei dem TÜV Süd, bei der Technischen Hochschule Rosenheim. Überall gibt es engagierte Menschen, die sich mit Teilproblemen beschäftigt haben. Das Teilprobleme, ich betone dieses Wort, weil das ist typisch für unsere deutsche akribische Ingenieurwissenschaft. Aber keiner von denen hat diese ganzen vielen Lösungen zusammengeführt, zusammengebündelt. Und das war unsere Chance. Wir haben gesagt, hier können wir was tun. Wir haben nichts Neues gebracht, aber wir haben das auf intelligente Art und Weise integriert. Und daraus ist entstanden ein individuelles Raumluft-Hygiene-Konzept, das alle diese Probleme im großen Ganzen, bekannte Probleme, angesprochen hat. Und das Resultat, denken wir, lässt sich sehen. Wir haben einen Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen. Ihr seht hier in der Mitte ein Bild aus einem Zeitungsartikel aus der regionalen Presse. Das ist die dritte Gemeinde, die wir beglückt haben mit unserem Konzept, mit unserer Strategie. Und wir haben für den Mittelstand einiges erreicht, also Umsatz und Profitabilität haben wir gesteigert. Wir haben entdeckt so ein paar Kinderkrankheiten im Testbetrieb, gerade in diesem realen Testbetrieb, und die haben das sehr, sehr schnell korrigiert. Wir haben auch deren Geschäftsmodell erweitert mit neuen Aktivitäten, mit neuen Beratungen und Installationen im Bereich von Wartungen mit Sensoren, mit alles, was die moderne Digitalisierung heutzutage anbietet. Und für das Bildungssystem, für die Schulen, wir waren sehr glücklich zu sehen, wir haben zufriedene Schüler, Lehrer, Eltern, kommunale Verantwortlichen. Die blicken jetzt mit Zuversicht in die kommende Infektionswelle, die bestimmt wiederkommt. Übrigens hat nichts mit Corona zu tun, hat mit jeder Grippe, alle Viren, alle organischen Substanzen, die Krankheiten erzeugen können, ja? Also Affenpocken und so weiter. Es kommt noch einiges auf uns zu, davon denke ich, sind wir überzeugt. Und natürlich ganz wichtig, eine deutliche Senkung der Kosten gegenüber dieses unkoordinierten Vorgehen, weil alle diese Kommunalträger sind überflutet worden, nachdem Söder seine Anordnungen gegeben hat, mit Angebote von mehr oder weniger seriöse, meistens unseriöse Angebote von verschiedenen Raumluftfilterherstellern, die nur ihre Produkte verkaufen wollen und null Interesse hatten, wie und warum
dass in welcher Situation, was ist passend oder nicht passend. Natürlich mit den üblichen Angebote zum Schmieren, zum korrupte, sage ich mal, Geldangebote an Provisionszahlungen. Und wir sind besonders stolz, dass wir durch unsere Lobbyarbeit, ich habe persönlich einen Brief an Dr. Professor Michael Piazzolo geschrieben, habe ihn gebeten, er soll bitte diese Fördergelder, Fördermaßnahmen bis Ende des Jahres, das war nur geplant, bis März dieses Jahres. Und für uns selbstverständlich, für CopGo Consulting, es ist ein erfolgreiches Gemeinwohlprojekt, Beratungsprojekt mit Leuchtturmcharakter. Das ist voll hundertprozentig im Einklang mit unserer Philosophie, unserer Vision, also Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohl Hand in Hand. Und das gibt uns eine, muss ich sagen, eine gewisse Zufriedenheit, eine große Befriedigung. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe mich an die 8 Minuten gehalten. Danke. Darfst du deine Bildschirmpräsentation wieder beenden? Und wir bedanken uns hier an dieser Stelle einfach auch für deine Sichtweise, für deine Impulse, das Business mal mit zu beleuchten. Und was mir zum Schluss jetzt einfach geblieben ist, ist der Leuchtturmcharakter. Und das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt, es wird noch das Bewusstsein, ja, dieser Leuchtturmcharakter, es wird noch so sein, dass der ins Business, in die Wirtschaft, ins Unternehmertum geht. Also für deine Ausführungen hier, lieber Alexander, und dein Wirken auch da ganz herzlichen Dank.